Servus Leute, zurück zu Let's Play Heroes 7. Wir befinden uns in der letzten Mission des Trial-by-Fire-Add-ons. Und wir haben jetzt auch schon den zweiten von den Generälen da besiegt. Jetzt fehlt nur noch Sergeant Clovis. Schauen wir doch mal, wir müssten eigentlich bei uns in der Diebesgilde sehen, wie gut er ist. Ein bisschen Truppen hat er auf jeden Fall. Das ist, ja, doch ein bisschen was. Er ist Level 30, nicht so krass wie der Hauptmann scheinbar. Also machbar. Okay. So, schauen wir mal hier. Hier könnte ich was bauen. Oh ja, das könnte ich bauen. Gut. Upgraden. Schwertmeister. Auch gut. Wichtig ist, dass ich die Truppen immer mitnehme. Na komm, alle anwerben. Weil wir es können. Hier würde ich auch gerne alle anwerben. Platz ist bloß ein Problem. Gut. Ich würde jetzt sagen, wir müssen noch den letzten rushen, weil der ist immer noch dabei, Minen zu zerstören, rein theoretisch. Also, gehen wir mal hier weiter. Obwohl unten mir das angezeigt wird als Quest. Wir rennen jetzt einfach den Weg entlang. Irgendwo muss doch der sein. Oben, unten, oben, unten. Warte, nee. Unten vielleicht? Oh, schau dir das an. Vielleicht hier. Da ist er doch! Da ist er! Der Frecker! Gering! Jawohl! Mein Ziel! Mein Endziel! In der Söldnerfrage. Okay, gering. Ja. Gut, die Söldner haben wir im Griff, wie es scheint. Ist immer noch gut. Bleibt. Die Aufstellung ist super. Habe ich ja, glaube ich, auch von dem KI-Gegner so gelernt. Da habe ich es zum ersten Mal so gesehen. Oh, die stehen auch super zusammen. Hier, das ist 1A, wie er so rumsteht. Genau. Ah, der hat es gelernt von mir. Ja, kannst du gerne lernen. Wie verheerend das sich auswirkt. So. Feuer. Verheerende Auswirkungen. Warte, was sind das für Einheiten? Ah, das sind so... Komm. Crit. Nein. Schade. Ach, wie putzig. Der hat keine Chance. Nicht den Hauch einer Chance. Ich muss nichts machen, prinzipiell. Ja, teilt euch den Schaden. Hier, gönnt euch. Und weg mit dir. Der kriegt gar keinen Moralmalus. Interessant. Warum nicht? Starke Werte haben sie. Das muss man schon sagen. Also die haben gute Verteidigung und alles. Aber hilft nicht viel, weil jetzt wird es gleich brennen. Der wird geblockt von der Feuerwand dann und dann ist sowieso Ende im Gelände. Der wird jetzt sterben, genau. Ich weiß nicht, ob der andere rumlaufen wird, aber ich glaube es nicht. Und außerdem greifen wir ihn so weiterhin an. Es gibt kein Entkommen. Der kann sogar nach vorne laufen. Zum Angriff. Eiskalt. Okay. Ordentlich Belohnungen auch kassiert. Schön, schön.
Ja, was könnte man gebrauchen? Diplomatie vielleicht? Stadtplaner? Er ist nirgends eingesetzt als Einheit. Mana-Kosten, Abwehr für jeden Zauber, Fortüne. Hm? Fortüne nutze ich nicht. Ich habe ja dafür die Runen, die ist ganz gut. Ja, okay, es macht Sinn, die Runen. Die Runen können schon was. Machen wir Diplomatie. So. Okay. Wie sieht's denn jetzt aus? Verbrannte. Wir haben noch nicht die Spießgesellen besiegt. Da fehlt noch was. Oslock sowieso. Die fehlt auch. Ja, genau. Was wir. Wie stark ist denn. Haben wir noch gar nicht angeschaut. Dann müssen wir das mal machen. Oslock wird wahrscheinlich der Endgegner sein. Dann gehen wir mal weiter voran. Und suchen den Gegner. Ich glaube, es gibt jetzt. Was soll ich da. Was ist das? Naja, nicht zwingend notwendig. Wir haben sehr viel Stuff bekommen. Ich muss mal schauen, ob da irgendwas Sinnvolles dabei war. Ich habe keinen Schmuckteil bekommen bisher. Schon ein bisschen schwach. Rein theoretisch Macht, Bewegung, Abwehr, Führungskraft. Okay, tauschen wir es aus. Hierdurch vielleicht? Einfach mal. Ich suche jetzt eigentlich Rot. Schnellschlacht. Ich habe nichts anderes erwartet. Das wird hässlich. Oslak ist wie ein tollwütiger Wolf. Sie ergibt sich nicht kampflos. Und ich erwarte nicht, dass sie anständig kämpft. Wollt ihr wirklich bleiben, Wilma? Solltet ihr nicht bei eurem Sohn sein? Ich weiß, er ist bei eurem Ehemann in Torlind, hat dennoch. Macht euch um mich keine Sorgen. Ich bin zwar keine Schildmaid mehr, aber immer noch Kriegerin des Winterwind-Clans. Ich sterbe nicht so leicht. Ei, ei. Ich weiß, ihr seid zäh. Erik kann sich glücklich schätzen. Er hat schon einen Sohn aus erster Ehe, nicht? Vertragen sich die beiden Jungen gut? Ach, sie zanken sich immer. Sie sind sehr unterschiedlich gestrickt, aber für Erik sind sie beide von seinem Blut. Das macht die Dinge sehr viel einfacher. Erik ist ein guter Mann. Wenn Wulfstan auch nur halbwegs nach seinen leiblichen Eltern kommt, liegt Grimheims Zukunft in guten Händen. Ich habe irgendwie die Ahnung, dass es Spoiler auf Heroes 5 oder einen anderen Heroes-Teil war. Was da, oder, ja, Hintergrundstory. Aber wie ich schon beim letzten Mal, glaube ich, behauptet habe, Heroes 5 habe ich nie durchgespielt und ich weiß nicht, ich glaube, es war die zweite Erweiterung, da kamen auch die Zwerge hinzu. Oh, die Kriegstruppen. Die wurden jetzt getriggert? Die Kriegstruppen wurden jetzt getriggert. Ich habe keine Ahnung, wie gut Oslak ist. Wir werden jetzt einfach mal durchrushen. Oh, ja, Hals. Hals brauche ich noch. Genau, das suche ich die ganze Zeit schon. Wir suchen jetzt einfach die Gegner. Die Gegner haben nämlich zwei Städte. Zwei Städte, das bedeutet hier. Ja, genau, beim letzten Mal Heroes 5 habe ich ja angeboten, das vielleicht zu Let's Playen. Liegt in eurer Hand, muss man dazu sagen. Ihr dürft es entscheiden. Mir ist das recht prinzipiell. Aber es liegt an eurem Interesse, ob ich das will. Ob ich das machen soll. So, Stabilität hierhin. Warten. Angriff hierhin. Ich sollte erstmal Feuerwand spielen, damit das alles hier triggern kann. War zu spät. Da war ich ein bisschen spät dran. Die hätten wir bestimmt auch so töten können. So, hier ein bisschen Lack dazu. Warten. Ich würde schon, also Heroes 5 habe ich halt in Erinnerung so, dass da eine sehr geile Story erzählt wurde. Ernsthaft? Das nenne ich wohl Kapitulation. Geil. Hat er sich selbst geopfert? Der hat gesehen, der hat keine Chance und hat sich geopfert.
Gut, jetzt habe ich was Geiles für den Hals bekommen. Yes. Runter könnte ich auch. Wartet, habe ich nicht auch so Zauber wie... nein, habe ich nicht. Ah, Arkadzegen. Vielleicht geht's auch hier runter. Der Weg? Ne, der Weg geht auch theoretisch nach oben. Ich habe keinen Plan, wo ich hin muss. Hier einfach mal Ressourcen. Stats boosten. Ich habe keinen Plan, wohin ich muss. Sicher, sicher. Auch hier Geschütztürme. Aber vermutlich, wenn die jetzt wirklich aktiv sind, dann werden sie auch mir bald entgegenkommen irgendwo. Ich muss einen Querschnitt von der Map erkunden. Oh, halt. Habe ich nicht. Oslock. Level 45 Macht. Okay. Ja, das ist, glaube ich, hätte ich keine Chance gegen die im Moment. Trotz Bug-Using. Glaube ich, wäre das ein bisschen zu heftig. Oder es wäre es eines Endkampfes würdig. Ist natürlich eine andere Ansichtssache. Schön Macht mitnehmen. Hier, den Weg frei. Oh, rotes Gebiet. Dahin will ich. Weg frei machen. Weil die haben zwei Städte. Eine Stadt, gehe ich davon aus, ist Oslock. Dann brauche ich noch eine zweite Stadt. Und die will ich haben. Die will ich haben, weil dann habe ich... Da ist sie ja gleich. Ja, das war ein bisschen einfacher, als ich jetzt erwartet habe. Was sagt die Schnellschlacht über den Kampf? Das ist akzeptabel. Ja. Hier kann man sogar noch was bauen. Drachen. Ja, aber hat der Gegner nicht auch... Moment, das muss man mal überprüfen. Der Gegner hat doch... drei Helden. Wo sind diese drei Helden? Dort oben ist keiner, vielleicht in der Richtung? In der Richtung? Wo sind die Gegner? Kriegstruppe, Schwarze Garde. Ihr könnt die Magie spezialisieren. Bam. Nein, kein Tsunami. Schade. Auch wenn ich den Feuerwächter noch gar nicht kenne. Wo sind die Gegner? Ich suche die Gegner. Ich will Gegner bashen. Hier unten irgendwo? Sieht nicht so aus. Hier wäre eine Mine. Ich suche jetzt diese drei Gegner. Ah gut, zwei Gegner. Es sind zwei Kriegstruppen, die hier unterwegs sein könnten. Feuerberg abgegradet. Oh, da unten. Da unten ist einer. Jetzt ist die Frage, wie stark ist der? Kommt er mit zur Stadt? Mäßig. Oh, ja, das ist ein guter Gegner. Das wäre sinnvoll, wenn wir diesmal Verteidiger spielen. Oh, wir können sogar ein paar Truppen noch dazu kaufen. Und dann Verteidiger spielen. Ja, das gefällt mir. Diebesgilde, den Goldertrag und Karte enthüllt. Dann haben wir da ein Auge drauf, wie weit die erkunden. Vielleicht sollte ich Arkadzegen zu Beginn der nächsten Schlacht. Könnte natürlich auch angreifen, aber ich versuche erstmal. Ich versuche zu verteidigen. Der Gegner will durchschlüpfen. Tja, dann ist es super, weil dann nehmen wir hier extra Truppen mit. Für unseren Kampf. Ding, 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 ding.
Außerdem lassen wir uns hier die Truppen hinliefern, weil hier wird der Kampf toben. Das und das und das. Und von Sterling Abt und Schützen. Von der Zufluchtsfestung. Was ist hier los? Ach, das geht gerade nicht. Scheinbar. Komisch. Nur noch bescheiden. Und wir haben ja sowieso den kleinen Boni. Aber es ist ein 42er Held. Ist ein Machtheld, glaube ich. Greifen wir an. Svea. War, glaube ich, auf der letzten Map auch schon vorhanden. Svea. Wir werden den üblichen Trick anwenden. Wobei ein Trick ist es nicht wirklich. Es ist einfach eine Taktik. Und uns so zusammenstellen. Ich muss sowieso erstmal Feuer zaubern, um möglichst viele von deren Kreaturen zu vernichten. Konkret wird's. Ja, jetzt kommt erstmal Akkads Segen runter. Dann bin ich zum Glück als erstes dran. Und werde Feuerwand auf. Ich werde sogar die Runenpriester in Ruhe lassen. Lieber auf die Hexen da. Stabilität. Hierhin. Die sind down. Die Moral geht auf neutral runter. Scheiße. Kettenblitz. Ich will auch Kettenblitz. Eieiei, das hat wehgetan. Ach du Heilige. Was ist denn das für eine Fähigkeit? Was hat denn der für Tricks? Der hat aber jetzt schon angegriffen. Deswegen greifen wir den Kobold an. Ach nein. War das... Habe ich die Rune des... Nein, ich habe doch die Rune des Ausgleichs. Der hat die Rune des Ausgleichs irgendwo hin platziert, glaube ich. Boah, ist der fies. Das ist ein harter Kampf dann. Aua. Nicht hauen. Der läuft nach vorne. Shit. Wir verlieren hier mords viele Truppen. Ich hätte erst hier die Feuerwand hinspielen sollen. Geh nach vorne. Opfer dich für die... Für die Menschheit! Hierhin. Unterbrochen. Wunderbar. Wenigstens das hat geklappt. Dann als nächstes den einäschern. Ach, der ist auch immun gegen Feuer. Wartet. Ah, ein Feuerball. Wer macht einen Feuerball? Ja doch, das ist gut. Stabilität reicht. Die Rune ist auch in Ordnung. Eiskalt kommt er zuerst dran und dann macht einen Kettenblitz. Aua, du bist doch ein Machtheld. Wie kannst du so stark sein? Oder? Brandmarke. Ja, vielleicht bist du doch ein Magier. Das erklärt ein bisschen was. Danach habe ich keinen Druck mehr. Zum Glück kriege ich ein bisschen Nachschub.
Die muss ich loswerden. Verdammt, die blöden Bären, die triggern auch noch ein bisschen. Okay. Schön hier hin und angreifen. Was? Ach so, ja, von meiner eigenen Fähigkeit unterbrochen. Das ist natürlich gelitten. Gut, nicht so gut. Ah, da hat sie ihn auch gehittet. Okay, ja, Angriff bitte. Ja, das sieht gut aus. Was zum? Ja, was zum? Immer noch. Shit, der hat vielleicht noch einen Helden. Ich kann nicht alles verlieren hier. Das ist nicht gut. Das kommt davon, wenn ich keinen Tsunami habe. Hätte ich einen Tsunami, dann wäre das alles easy gewesen. Naja gut, ich bin nicht gut in Wassermagie, dann wäre der Tsunami wahrscheinlich auch nicht so stark gewesen. Irgendwas Geiles. Oh, ich habe Auferstehung. Erweckt bloß wenige. Erweckt sehr wenige. Das lohnt sich nicht. Habe ich nicht noch einen Blitz oder sowas? Kenn ich nicht Blitz? Blitzstrahl. Ich habe nie Blitzstrahl gelernt. Oh, das ist bitter. Okay, mein Gegner hat was von mir gelernt. Soll er sich freuen? Der muss weg. Boing. Schade, ich hätte doch auf den hauen sollen. War guter Damage. Nicht noch einen Kettenblitz. Ja, come on. Wie stark ist das denn bitte? Die macht mich eiskalt fertig mit ihren Kettenblitzen. Eiskalt. Ich habe keine Ahnung, wen ich angreifen soll. Ich will auch Kettenblitz können. Das ist fatal, der Kampf hier. Aha. Ja, weg mit dem. Ich habe bald keine Truppen mehr, ehrlich gesagt. Wenn es so weitergeht. Der macht noch einen Kettenblitz und dann ist die nächste Einheit komplett weg. Eieieiei. Eieieiei. Mhm, gut. Noch mehr Elementare. Das ist eine gute Position, auch wenn sie Schaden durchs Feuer bekommen.
Schade. Jetzt kommt gleich wieder so ein Blitz. Das wird so fatal. Ich werde mich dann erst zurückziehen müssen, vermute ich. Ernsthaft? Alter Schwede, ist das okay. Wie gern ich das auch hätte. Ich muss den zerlegen. Der greift den an. Der wehrt sich. Wehrt er sich nicht? Er wehrt sich nicht. Was ist denn hier los? Alter, was ist denn hier los? Zermatscht den. Der macht sich platt. Was ist hier los? Was wird er gespielt? Wie ich es hasse, gegen einen Feuerkämpfer zu kämpfen. So. Gut. Was, komme ich da nicht hin? Kommt er wieder dran und nochmal Blitz. Diese Damage ist so extrem. Der jumpt nochmal auf. Okay, ich kann den töten. Ich habe nahezu alle Truppen verloren. Der Gegner kann mich jetzt also rushen. Das wird hässlich. Das wird richtig hässlich. Boah, hab ich jetzt gelitten. Hab ich gelitten am Kettenblitz. Verluftzauber. Eieieiei. Das war ein fataler Kampf. Ich will eigentlich mich nicht mehr da drin verstecken. Aber die ganzen Truppen kommen jetzt da rein. Ich war ein bisschen vorlaut. Auslaut ist noch stärker als diese Armee. Muss man bedenken. Ach du Heilige. Kriegstruppen. Die Allianz versichert uns. Zwei Helden, Karten enthüllt. Ich habe keine Truppen mehr. Ich habe ein paar Drachen. Ich habe Angst. Ich habe große Angst. Große Angst. Rein theoretisch der Gegner mich fertig machen könnte. Wenn das noch so ein Luftheini wäre. Ich muss zugeben, gegen einen Machthelden hätte ich null Probleme gehabt. Im Gegenteil. Aber Magiehelden sind einfach so OP. Ja, die Truppen sind fast da. Wobei es nicht viele Truppen sind, aber es sind Truppen. Mehr als ich bisher habe. Okay, keine Kriegstruppe in der Nähe.
Kommt schön zu Papa. Füllt meine Reihen wieder. Danke. Die andere Karawane. Warte mal, was ist da? Achso, das ist eine Garnison. Ja, rein theoretisch müsste ich mich sowieso... wenn's hart auf hart kommt, komplett zurückziehen. Ich müsste dann vermutlich sogar laden, wenn ich hier angegriffen werde von den Truppen, weil ich könnte nicht entkommen. Aber jetzt endet bald die Woche. Dann kann ich auch hier neue Truppen kaufen. Oh, scheiße. Da kommt er. Da oben. Mäßig! Ernsthaft? Nur mäßig? Ach Gott, bin ich happy. Nur mäßig. Ach, bin ich happy. Oh, keine Gegenwehr. Ist es gut oder ist es schlecht? Wenn gerade nur mäßig dort stand. Warte mal, du warst ein Kriegsfürst, dann warst du ein Machtheld. Immer noch mäßig. Ach, die baut sich gerade durch. Das sehe ich jetzt erst. Die wird wahrscheinlich gar gleich durchbrechen. Oh. Und dann haben wir einen mäßigen Gegner hier. Okay. Okay. Ich werde sie empfangen. Ja, ich brauche hier eigentlich nichts mehr. Boah. Das war also deren Haupttruppe draußen. Die wird wahrscheinlich nicht so... Ja, die ist bei weitem nicht so schwierig. Oh, was haben denn die? Ist das ein Phönix? Oder was ist das für ein Vogel? Ist das ein Flugzeug? Nein, es ist ein Superkranich. Na gut. Wir werden beim nächsten Mal sehen, ob ich gegen diesen Gegner, der da anrückt, eine Chance habe. Speichern, bevor es abstürzt. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal.